Lass da mal reinkommen. Steine sind nicht so dein Freund. Der gepflegten Familienunterhaltung und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es tut mir so leid, es tut mir so unfassbar leid, dass das letzte Video nicht pünktlich, wie ihr das gewohnt seid, Sonntag um 20 Uhr starten konnte. Aber Vodafone, vielen Dank für gar nichts, sei Dank, hat das nicht geklappt. Nach über 20 Stunden, man möge sich das mal vorstellen, Upload, ging das Video dann irgendwann um kurz vor 6 am Montagmorgen, glaube ich, online. Haben tatsächlich irgendwie, ich glaube, 130 Leute zugeguckt bei der Premiere. Fand ich erstaunlich um die Zeit. Ich kann mich nur entschuldigen und Besserungen geloben, beziehungsweise versuchen, das nächste Mal vielleicht noch früher irgendwie anzukriegen. Aber dagegen ist tatsächlich irgendwie, glaube ich, niemand gefeilt gegen solche Ausrutscher oder solche technischen Probleme. Ich hoffe, dass mein Glasfaser irgendwann demnächst mal angeschlossen wird und dass das Ganze dann besser klappt. Wir haben ja schon viel erzählt immer über das sogenannte Abgrübbeln. Aber jetzt heute legen wir mal los. Es ist ja schon 2 Tage am Stück trocken. Wir haben Zwillingsreifen auf dem Schlepper drauf und wollen dann mal probieren, wie das hier läuft. Hinter mir seht ihr eine Fläche, da steht Roggen. Und hier haben wir auch noch gar keine Nährstoffe hingekriegt, deswegen sieht er auch so relativ schwach aus. Aber wir wollen jetzt mal versuchen, ob wir hier 2 Gruppen reinziehen können, über die wir dann das Wasser ableiten können aus der Fläche. Vielleicht auch 3. Ich muss mal sehen, wie das am besten passt. Kevin kommt gleich mit der Maschine. Und dann werden wir hier mal ein bisschen durchreißen und hoffen, dass das dann möglichst bald abtrocknet und wir hier dann vielleicht sogar noch mal ein bisschen Gülle hinkriegen, weil ohne Nährstoffe wächst hier nicht so wahnsinnig viel. Pflanzenschutz steht jetzt eigentlich auch ganz dringend an. Aber was soll ich sagen oder machen? Na, ihr seht es jetzt hinter mir, es zieht sich jetzt auch schon wieder dicht. Für heute Nacht ist wieder ein bisschen Regen gemeldet, morgen dann wieder gar nichts, aber dafür übermorgen umso mehr. Also es ändert sich nicht wirklich was, aber wir versuchen das Beste daraus zu machen und versuchen weiterhin irgendwie das Wasser loszuwerden. Die Gräben seht ihr hier auch, wie die alle ziehen. Da läuft das Wasser. Ah, da kommt René gerade. Auf dem Weg zu seinen Kälbern. Hallo. Hallo. Sollen wir weiter grübbeln? Ja, genau. Hier vorne direkt. Und ich hätte gesagt, vielleicht von hinten anfangen oder von hier. Ich weiß nicht, wo du besser kannst. Und dann einmal quer durch. Ja. Das ist ja früher ein Graben gewesen auch in der Mitte. Man kann das so ein bisschen sehen. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob wir hier irgendwie so im Halbrund oder ob wir einen von da und einen von da reinziehen sollen. Ob ja. Dass wir hier vorne vielleicht auch noch ein bisschen was wegkriegen. Ja. Jetzt fange ich von hier an erstmal darüber. Mach das. Ich probiere mal mein Glück. Yeah.
Wir haben hier jetzt so ein paar Stellen, wo wir abgrübbeln müssen. Das ist ziemlich hart da hinten. Da haben wir mal ein bisschen die Kante befestigt quasi. Hier hinten ist Kevin jetzt schon einmal durch. Das gucken wir uns jetzt mal an. So muss das sein. Aber das sieht natürlich auch echt heftig aus jetzt, ne? Also ich sage immer, das ist so ein bisschen, ja, Dresden 45. Aber die Alternative wäre gewesen, dass hier gar nichts wegläuft und dass wir hier auch nicht weiter arbeiten können auf dem Stück. Von daher Pest oder Cholera. Jetzt habe ich hier ein bisschen was kaputt gefahren oder auch ein bisschen mehr. Hoffe aber, dass hier vielleicht irgendwie noch zumindest ein bisschen Roggen durchkommt nachher. Und dafür haben wir den Rest der Fläche dann hoffentlich gerettet. Und können da dann doch noch ein bisschen was ernten. Weil jetzt, das schafft Kubikmeter. Also da kommt jetzt richtig was zusammen, was hier jetzt weglaufen kann. Da hinten hat Kevin dann noch einmal gegrübbelt. Und jetzt da noch einmal einen kleinen. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier jetzt ordentlich Wasser loswerden. Eventuell könnte man hier nachher noch mal ein bisschen nachstechen mit dem Spaten, dass man da ein bisschen tiefer kommt. Jo. Das sieht schon gar nicht so ganz schlecht aus. Und das? Ja, wie Sau. Mega. Hier waren gerade eben noch mal irgendwie zwei Graszonen, die hast dann weggespült und dann macht das plopp und dann rauscht das los. Ja, das sieht scheiße aus jetzt, aber was ist die Alternative, ne? Ja. Bloß nicht so einfach mit der Höhe, weil es geht denn hier wieder so runter. Ein bisschen schwierig, aber das funktioniert. Läuft das hinten dann auch jetzt, wo du eben warst? Ja. Und da auch? An der anderen, ja, Seite? Weiß ich nicht. Liegt das jetzt gerade erst hin. Aber da unten läuft das auf jeden Fall. Also ich finde, das hier sieht richtig gut aus. Können wir vielleicht morgen oder so nochmal mit dem Spaten hier ein bisschen tiefer. Aber dann werden wir zumindest schon mal den ganzen Teil Wasser los. Wahnsinn, wie nass das ist. Und wenn wir nichts machen, können wir hier auch nichts arbeiten. Also von daher. Irgendein Tod muss man sterben. Das ist wohl so. Gucken wir den anderen da hinten nochmal. Hier läuft es irgendwie nicht so richtig. Das, was an Wasser hier war, das hat Kevin jetzt eingearbeitet. Hier auch zu fett. Ja, die Kante ist zu hoch eigentlich hier. Ja. Aber ich würde sagen, dann lassen wir das so. So viel ist es hier auch nicht. Also die Stelle da hinten, die, wo wir eben waren, die war schlimmer. Ja, die sieht man aber auch. Ja, ist dann so. Ist dann so. Kicken wir mal. Moin zu Thomas Tegling-Vase, heute ohne Thomas wieder und dafür mit meiner Wenigkeit. Ich bin hier. Das ist das Stück, was Thomas euch schon ein paar Mal gezeigt hat, wo gebaggert wird. Mr. Bagger, da hinten ist der Bagger. Ist da, wo die Drainage unter dem Garten da dicht war. Die Drainage, das Verbandsrohr vom Verbands. Verband. Ja, so. Das Wasser ist schon etwas weg hier, aber halt noch nicht vollständig. Die Jungs legen noch ein Rohr und wir dürfen schon mal ein bisschen grübbeln hier. Deshalb den Grübbelflug mit. Wir sind im TL90 hier. Zwillingsröder. Und dann wollen wir hier gleich dicht an den Graben ran und sehen, dass wir dann einmal da ein bisschen hochkommen zum Nassen. Dass das Wasser hier immer ein bisschen weniger wird. Also es hat schon was gebracht und das läuft auch da hinten. Ich war gerade eben mal da gucken. Ich denke mal, da wird Thomas euch nochmal die Tage mit hinnehmen. Ja, das machen wir mal und wir dürfen mitkommen. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie ich die Kamera aufhänge hier. Und ich muss das Fenster gleich zumachen, weil sonst wird das hier eine Riesenschweinerei. Gucken wir mal. Schwer geworden, dass nichts geworden ist. Ich hoffe, man kann noch was sehen. Es ist auf jeden Fall sehr feucht hier, aber er macht keine Spur. Erstaunlich.
ist, dass der Wasserstand von dem Graben so hoch ist. Normalerweise muss ich jetzt erstmal so tief wie möglich. Relativ tief. Und dann nach oben zum Wasser hin immer flacher werden. Damit das Wasser auch in die richtige Richtung abfließt. Und ich gleich nicht noch mehr Wasser hier habe als vorher. Aber sehen kann, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, läuft das Wasser jetzt in die richtige Richtung. Das hat schon mal funktioniert. Ja. Muss hier auch noch so viel Wasser. Ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten längs ziehe. Gucken wir mal. Schaden das hier bestimmt nicht. Aber läuft schon mal in die richtige Richtung. Können wir ja mal hingehen. Ich habe natürlich das richtige Schuhwerk dafür an. Oh, die Dose mal aus hier. Ich hoffe, ich kann hier einigermaßen laufen. Ich glaube, die Idee ist kacke. Ich glaube, die Idee ist richtig kacke. Oh, ich hatte schon mal bessere Ideen. Das sprudelt da richtig, das Wasser. So, da sind sie am Backern. Ich kann gar nicht sehen, die Kamera ist so dreckig. Hoppala, das ist sehr quackelig hier, aber es geht. So, wie man sehen kann, läuft das. Das läuft wirklich sehr gut gerade. Und mündet denn da hinten in dem Verbandsgraben jetzt gerade. Ungefähr so habe ich mir das auch vorgestellt. Wäre jetzt auch uncool, jetzt nicht so funktioniert. Das funktioniert schon mal. Genau. Wir können ja mal ein bisschen dichter gehen. Oh. Katastrophe. Tatsächlich hat es hier weniger Spuren gegeben, als ich im Vorfeld erwartet habe. Hier stand ja natürlich nun länger das Wasser. Ich kann die Kamera umdrehen. Hier stand das Wasser ja schon ein bisschen länger. Guck mal, wie das fließt. Da hinten ist noch ein Damm, also bevor die Bauloch haben, da ist noch so ein kleiner Damm, den haben sie gemacht. Den werden sie nachher einmal weitersetzen, so dass er da drinnen im Graben keine nassen Füße kriegt und die in Ruhe arbeiten können. Ja. Sehr schön. Genau so soll es sein. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier schnellstmöglich wieder fahren können. Schnellstmöglich, aber demnächst. Irgendwo, bevor wir das wieder vergessen, der Herr Andresen hat ihn auf jeden Fall noch nicht weggeräumt, habe ich gesehen. Wir haben ja einen Fahr hier ins Land gedrückt, oder ich zumindest, der leider umgefallen ist, warum auch immer, Wind oder so. Der hat uns ja die Wasseroberkante gezeigt hier. Also das stand ja alles unter Wasser hier die letzten Tage. Ich wollte tatsächlich, dass es jetzt weg ist, weil es hat am Wochenende auch noch ordentlich Regen gegeben hier. Eieieiei. Ich weiß nicht, hätte ich vielleicht doch Gummistiefel mitnehmen sollen. Ich finde Gummistiefel doch immer so unbequem. Ja, ich glaube, da laufen wir nochmal drum rum. Tun wir seine Algen. Oh, Katastrophe. Eieiei, so. Da drüben liegt nicht wieder Pfahl. Und der liegt auch noch da, wenn wir Gülle fahren. Der liegt auch noch da, wenn wir arbeiten.
und vielleicht auch noch zum Maisdrillen. So, holen wir den jetzt lieber weg. So, genau. Also bis hier stand das Wasser noch vor, ich weiß gar nicht. Ich sage jetzt einfach mal einer Woche. Können auch zwei gewesen sein. Auf jeden Fall, es sieht schon besser aus tatsächlich. Es ist noch nicht ganz perfekt, aber nahe dran, würde ich sagen. Aber die Jungs vom Lohnunternehmen da, die da baggern, die reißen jetzt noch gerade ein paar Meter. Also hinten am Schacht, da kommt schon ordentlich Wasser an. Das ist schon mega gut. Genau. Ja. Ich glaube, viel mehr muss ich jetzt wohl gar nicht hier sagen, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen es mal so stehen. Genau. So, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich noch einen zweiten Krüppel ziehe oder nicht. Bin mir unsicher. Eigentlich müsste der reichen. Ja, wir machen doch noch mal einen zweiten Krüppel. Wir ziehen noch einen zweiten längs. Der hier noch ein Stein. Damit wir hier noch mal lassen, dass er mal reinkommt. Ja. Steine sind nicht so dein Freund. Vorne ist es ziemlich flach geworden, aber ist eigentlich nicht so schlimm. Fange natürlich hinten am Graben, fange ich mit dem Krüppelflug an, den ganz tief zu fahren. Und arbeite mich dann immer ein bisschen höher, damit ich dann hier ankomme, dass er dann quasi fast komplett draußen ist, dass das Wasser auch wirklich ein Gefälle in die Richtung hat, zum Graben hin. Genau. Und eigentlich, ich bin hier vorne tatsächlich echt flach geworden, aber man kann das hier schon sehen. Zurück. Das Wasser sucht sich schon seinen Weg in die Richtung. Also das funktioniert auch schon mal. Jetzt haben wir dann da quasi da rechts einen Krüppel. Und dann habe ich von dem Krüppel noch einen quer gesetzt, dass das Wasser auch dahin läuft. Das funktioniert auch schon. Und jetzt hier noch einmal komplett quer rüber, dass von hier hinten das Wasser auch mitkommt. Ja, und dann hoffen wir mal, dass das schnellstmöglich trocken wird. Genau. Guten Morgen, es ist Mittwoch. Und es hat heute Nacht tatsächlich mal nicht geregnet. Annika ist am Einstreuen. Quatsch, Annika. Tatjana, sorry. Für heute ist auch kein Regen gemeldet. Es soll relativ schön bleiben. Und ja, morgen dann erst wieder regnen. Ansonsten ist eigentlich für jeden Tag Regen gemeldet im Moment. Wir orientieren uns ja immer ziemlich viel am dänischen Wetterbericht. Die haben zwar die gleichen Satelliten, aber ein anderes Rechenbeispiel oder eine andere Rechenmethode. Deswegen passt das hier immer relativ gut. Aber es ist noch nicht zu sehen, dass es trocken wird. Also es regnet immer noch ziemlich genauso viel, wie nach oben wegtrocknet. Wir fahren jetzt mal rüber zu den Jerseys, weil im letzten Video, unter dem letzten Video, war ein Kommentar zu einer Kuh und dem möchten wir heute mal nachgehen. Ganz wichtig, Kaffee. Jetzt muss ich mal gucken auf der Maschine selber, welche Kühe ich holen soll heute, weil nämlich irgendwie das Programm von de Laval abgeschmiert ist. Deutschlandweit zumindest oder international sogar, ich weiß es nicht. Ich kriege jedenfalls keine Verbindung übers Handy zum Melkroboter. Deswegen gucken wir jetzt mal, wer da zum Melken ansteht. Ja. Vier Stück, die wir holen können. Die untere, oh, kann man gucken. Ich notiere mir die mal schnell. Zwei Kühe noch. Machen wir das Gitter auf. Ja.
Das sind jetzt die beiden letzten, die wir noch brauchen zum Mägen. Mal gucken, ob er gleich schon wieder was weg kann. Komm. Die ist fertig. Die ist nicht fertig. Komm, du bleibst hier. Schön hier bleiben. Und euch beide brauche ich eigentlich auch nicht. So. Siehst wohl. Dann machen wir das Gitter hier zu. Und jetzt gehen wir uns mal die fragliche Kuh angucken. Über die ihr oder einige sich oder eine ich kann es gar nicht mehr genau sagen, sich gewundert hat im letzten Video. Da war nämlich jemand der Meinung, dass diese Kuh hier doch eigentlich gar nichts zu suchen hätte. Jetzt wird das hier gerade mal laut im Stall. Allgemeine Unruhe bei den Kühen, weil voller Maisane ist am Start. Eine von denen ist gerade mir vorbeigelaufen, die ich euch zeigen wollte, aber ich habe hier noch mehr. Also gehen wir da mal hin. Ich glaube, konkret ging es um die hier. Steh mal auf. Kannst du? Komm, Buschi. Zeig dich mal. Oder um die hier. Das kann ich nicht mehr genau sagen. Jedenfalls kam die Frage, warum denn hier schwarzbunte Kühe bei den Jerseys laufen. Das liegt daran, dass das keine schwarzbunten Kühe sind. Sie sieht zwar so aus wie eine schwarzbunte Kuh, ist aber eine Jersey-Kreuzung zumindest. Also das ist Hälfte Jersey, Hälfte schwarzbunt. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum wir das ab und zu mal gemacht haben. Ich habe noch eine so eine Kreuzung mehr, die habe ich mal zum Geburtstag geschenkt, die von Freunden, die irgendwo ihr letztes Sperma aus ihrem Stickstoffbehälter entsorgen wollten oder mussten. Und ja, weil die von der Größe her eher an eine Jersey rankommen als an eine Schwarzbunte, haben wir gesagt, die kommen hier rein zu den Jerseys, weil da passt sie irgendwie hin. Farblich natürlich nicht so ganz. Und wenn wir jetzt die Jersey haben, die hier daneben ist, die jetzt aufsteht, kann man schon sehen, dass die schwarze einen Ticken größer ist. Also jetzt gerade nicht, weil die andere auf der Kante steht. Wir gucken uns das gleich mal am Futtertisch an, das ist noch besser zu sehen. Und das hier ist eine Jersey-Rotvieh-Schwarzbund-Mischung. Also da sind sogar drei Rassen drin. Erinnert farblich jetzt auch an eine Schwarzbunte, aber eben größenmäßig könnt ihr sehen, die Jersey, die daneben steht, da ist die sogar noch einen Ticken kleiner. Und weil wir zu Hause die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit den kleinen Kühen doch eher Probleme kriegen im großen Stall. Zwischen den Schwarzbunten haben wir gesagt, die kleinen Kühe, auch wenn da vielleicht mal eine bei ist, die nicht unbedingt aussieht wie eine Jersey, die kommen hier rüber in den Roboterstall. Der Tisch ist gedeckt, das Frühstück serviert, der Stall ist leer. Also quasi, alle stehen sie hier zu fressen. Ich glaube, die haben Hunger gehabt. Es ist seit ein paar Tagen, wir haben ein neues Mais-Silo angefangen. Und seitdem fressen die Kühe wie der Teufel. Ich weiß nicht warum, weil es eigentlich genau das gleiche Futter ist. Der Trockensubstanzgehalt ist ein bisschen niedriger. Das heißt, das Futter ist ein bisschen feuchter. Also dann fressen sie natürlich auch mehr Gewicht und da sitzt mehr Gewicht dahinter. Aber Arne ist jetzt die letzten Tage schon jeden Tag dabei und setzt immer die Futtermenge ein kleines bisschen hoch. Und wir haben immer das Gefühl, er kommt überhaupt nicht gegen an. Jeden Morgen, wenn wir in den Stall reinkommen, ist die Bude leergeräumt. Aber wir wollen uns die Kühe angucken. So, hier ist nochmal im Vergleich die Drei-Rassen-Kreuzung zu den anderen. Da ist sie jetzt ein bisschen größer oder breiter. Da haben wir allerdings auch Kühe, die größer, Jerseys, die größer sind als die hier. Und hier ist dann die quasi schwarzbunte, die sticht hier jetzt schon größenmäßig ziemlich heraus, muss man sagen. Aber ist immer noch deutlich kleiner als die schwarzbunten, die ich zu Hause habe. Und wenn die mir dann zu Hause da quer durch die Liegeboxen rennen und nur für Unruhe und Panik im Stall sorgen, dann habe ich sie lieber hier. Ich habe noch eine mehr, die zeige ich euch jetzt auch noch mal. Hier die ganze Reihe. Das ist auch keine Jersey. Das ist Milking Shorthorn. Das kommt aus Kanada, der Vater.
Das wollten wir mal ausprobieren, haben wir ein paar von besamt. Das ist leider das einzige Kuhkalb gewesen da draus. Aber größenmäßig jetzt auch nicht so ein wahnsinniger Unterschied zu den Jerseys und funktioniert hier am Roboter tatsächlich sehr, sehr gut. Und hier haben wir noch eine Kreuzung, das ist auch, ich meine, Jersey mal schwarzbunt. Auch ein Ticken größer als die anderen, aber immer noch kleiner, eben wie gesagt, als die schwarzbunten. Ja, ein schönes Bild, wenn die hier alle stehen zu fressen, ne? Das mache ich haben. Liegeboxen alle leer. Und ihr müsst jetzt noch fertig melken, dann dürft ihr auch zum Frühstück. Und jetzt habe ich gerade reingeguckt, die App läuft auch wieder. Also es sieht alles wieder so aus, wie es soll. Zwei von den Mädels, die hier stehen, sollen noch gemolken werden. Die beiden, die ist gerade drin. Du auch. Los, geh melken. Und die können wir aber schon mal weglassen, die ist fertig. So, gehen wir ein Stück weg. Die hat sich nämlich gerade eben schon gedrängelt hier, weil sie gerne ans Futter möchte, verständlicherweise. So. Und gleich einen Platz gefunden. Das ist schon beängstigend, wenn man mal darüber nachdenkt, wie abhängig man ist von der modernen Technik, wenn man dann aufs Handy guckt und keine Verbindung zum Melkroboter hat und nicht sehen kann, was die Kühe gerade machen. Im Endeffekt ist es nur Controlling, aber ich weiß halt auch nicht, läuft die Maschine oder nicht, ne? Weil diese Internetverbindung wichtig ist, auch wenn ich hier eine Alarmmeldung habe, einen Stoppalarm am Melkroboter, und der müsste mich dann eigentlich anrufen, damit ich hingucken kann. Das tut er dann halt auch nicht, wenn die App nicht funktioniert. Das Kühlsuchen hier im Stall ist bequemer mit der App, aber ich kann es mir halt auch direkt vom Roboter abschreiben. Aber es ist schon, ja, ein komisches Gefühl. Auf der einen Seite erleichtert einem diese moderne Technik und gerade das, was über das Internet gemacht werden kann, sehr, sehr viel. Und das wird auch noch sehr, sehr viel mehr werden, gerade in Bezug auf den Fachkräftemangel in diesem Land. Aber wenn dann mal irgendwann so ein Satellit ausgeschaltet wird, mache ich nicht dran denken, was da passiert. Ich glaube, in diesem Fall jetzt hat einfach nur in Schweden irgendjemand auf den Knopf gedrückt. Hat das System irgendwie auf Reset gemacht oder so, keine Ahnung. Jedenfalls war da irgendwie heute Morgen der Stecker gezogen. Aber jetzt läuft das ja wieder. Ich warte jetzt noch, dass die beiden Kühe hier fertig sind. Und dann gucken wir mal zu Hause, wie weit die sind, und dann gibt es das Frühstück. Ich hatte ja im letzten Video gezeigt, dass wir Kühe suchen, die geschlachtet werden sollen fürs Hoffest, oder dass ich Kühe gesucht habe und gefunden, die fürs Hoffest geschlachtet werden sollen. Und ich habe ja auch gezeigt, dass wir Platz brauchen im Stall, weil schon die nächsten im quasi Anschlag stehen zu Hause und eigentlich hier rüber sollen zu melken. Und ich kann hier im Moment echt nicht eine Kuh mehr haben, weil die Bude so voll ist, dass der Roboter das nachher nicht schafft. Also dann leidet die Melkqualität darunter. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, weil das Hoffest ja noch ein bisschen hin ist, dass wir jetzt schon mal anfangen, welche auszusortieren. Ich habe mir jetzt einen Zettel aufgeschrieben, da sind drei Stück drin, die normal trocken gestellt werden sollen, also fürs Kalben, das haben wir ja schon mal gezeigt. Und eine von den Damen hier auf meinem Zettel ist eine unserer Mastkühe, die wir dann beim Hoffest schlachten möchten. Und die suche ich jetzt raus. Nicola hilft mir schnell, weil ich die, also Trockenstellen kriege ich alleine hin. Das ist nicht das Thema. Aber wir müssen die dann ja hier stallintern in einen anderen Bereich rüberkriegen. Damit wir dann entsprechend auch den Platz hier haben, den wir brauchen. Damit ich dann gleich im Anschluss noch die frischkalbigen, relativ frischkalbigen, ich glaube die älteste ist schon fast 14 Tage drüben in der Strohbox am Melkstand. Meine Melkerin ist schon leicht angepestet wegen der Jerseys, die ja eigentlich hier hingehören. Und gerade eben habe ich ihr erzählt, dass die heute Abend nicht mehr zum Melken brauchen, dass ich die dann nachher mit rübernehmen soll. Und da habe ich schon gedacht, sie fällt mir gleich um den Hals vor Freude. Also, huch! Ja, Dämmerungsschalter ist was Geiles, ne? Ah, Leute. Nikolai!
Ich mach mal Licht an. So ist es doch viel besser. Zwei Stück habe ich jetzt tatsächlich trotz Dunkelheit gefunden, die habe ich schon mitgenommen. Aber unsere Schlachtkuh und eine zum Trockenstellen soll noch. Die liegen alle irgendwie so bei um 10 Liter. Und da sind halt die Kühe, die ich zu Hause jetzt habe, die jetzt frisch gekalbt haben, deutlich produktiver als diese hier. Ich soll sie halt nur erstmal finden. Das ist unsere Mastkuh. Ich habe mit dem Schlachter übrigens gesprochen, habe ihm erklärt, um was für Tiere sich das dreht und was wir vorhaben. Und er sagt, kein Problem, da spielt das Alter nicht die ganz große Rolle. Die nehmen wir. Und weil die eine von denen jetzt, ja, du kennst das schon, ne? Du bist irgendwie im Kreis laufen. Was wollte ich sagen? Weil der normale Trockensteller ja Antibiotika enthält und die Kühe sowieso nicht mehr so viel Milch haben, habe ich jetzt mal nachgeguckt, eutergesundheitsmäßig ist bei denen alles safe. Deswegen werden wir bei den Schlachtkühen, bei denen, die wir fürs Hoffest schlachten wollen, komm mit, nur einen Versiegler reinmachen. Also nur dafür sorgen, dass da kein Dreck ins Euter kommt, wenn die jetzt nicht mehr gemolken werden. Und dass da nichts passiert. Mit Antibiotika gehen wir da nicht ran, weil wir die ja dann nachher schlachten wollen und nicht, dass da nachher noch Reste vom Trockensteller am Schlachtkörper sind oder sowas. So, eigentlich hätte ich jetzt gerne nur die. Das ist klar. Nur die, die wo jetzt rechts stehen eigentlich. Aber okay. Schauen wir mal, ob wir die andere hier wieder rauskriegen. Komm. So. Du sollst eigentlich auch weg. Komm. Hey. Komm. Komm, beweg dich. Schnell, 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 bevor die anderen das merken. Nikolai merkt die anderen da jetzt schon. Eine von unseren trocken zu stellenden Kühen ist jetzt schon im Melkstand. Und wenn die ausgemolken ist, hoffe ich, dass ich dann die letzte auch gefunden habe. Damit wir da dann anfangen können zu arbeiten. Wo ist jetzt die 703? Das ist die schlechteste von allen. Und das nicht schubsen. Und das weiß sie wahrscheinlich auch. Deswegen versteckt sie jetzt das kleine Aas. Uschi, wo bist du? Hier ist die Milch. Hallo. Aufstehen, Liebe. Na komm, hoch. Hallo. Urlaub, komm, aufstehen. Sag mal, was ist mit dir los? So, einmal ausparken. Und ab geht die wilde Fahrt. Das ist eigentlich echt gefährlich, was ich hier mache, dass ich mit der Kamera hier reingehe zum Kühe holen. Weil ich das, was ich dann in der Hand habe, eigentlich immer gerne mal so als Armverlängerung nehme, zum Treiben helfen. Und wenn da deine Kuh gegenläuft und ich gerade die Kamera in der Hand habe und die als Treibehilfe nehme, dann ist das schon nicht ganz ungefährlich. So, die sollen wir haben. Die anderen hier, nett. Nett, habe ich gesagt. Und du darfst. So, Tür auf. Sie schon fertig mit Mägen? Die vier fliegen heute hier raus. Die eine, die im Melkroboter steht jetzt und die drei hier vorne. Ich gehe jetzt trockenstellen. Das könnt ihr, glaube ich, in Vlog Nummer 1 oder 2 oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es schon mal gezeigt. Ich werde es auch bestimmt noch mal wieder zeigen, aber heute nicht. Wir sehen uns gleich wieder zum
Kühe wegtreiben. Wenn wir die Kühe wegbringen in die einzelnen Boxen, dann nehme ich euch wieder mit. Also Nikolai lässt gleich die drei Kühe raus und die sollen da hinten in eine Box, in der die trockenen, nein, die Fersen und einige Trockentiere mit dem Deckboden zusammenlaufen. Da kriegen sie eine schöne Sparration, dass sie uns nicht zu fett werden, weil die doch teilweise ein bisschen länger trocken stehen sollen. Und wir machen dann hier die Box auf und warten, dass Nikolai dann gleich mit den Kühen kommt und wir die hier reinlassen können. Hier sind auch schon ein paar Jerseys. Da hinten steht eine, da liegen welche. Das sind alles welche, die wir in der Milchviehherde trocken gestellt haben. Und die jetzt quasi hier dann zwischengeparkt werden. Und die kommen dann 3 Wochen, bevor sie ins Kalben kommen oder zum Kalben kommen, kommen die nach Hause in den Transitbereich, in die Anforderungsgruppe. Ja, jetzt ist hier Alarm in der Bude. Jetzt ist hier Alarm. So, und Rainer, hey ja. Hey ja, Safari, komm. Die kleine Kante da, die nehmt ihr doch im Fluge quasi. Einmal, zweimal, ja, du kleiner Klugscheißer. Der Weiße da ist unser Deckbulle. Der freut sich jetzt natürlich über Frischfleisch, der wird ganz schön enttäuscht sein, wenn er merkt, dass die nicht in Brunst kommen, die Mädels. Ein Stück hochheben. Hieb! Festhalten. So. Jetzt nehmen wir der Kuh fürs Hoffest einmal das Halsband ab und die kommt dann gleich rein in unsere Mastgruppe. Da haben wir heute Morgen gerade welche zum Schlachten verkauft. Da ist jetzt wieder Platz, das heißt, die kann dann da rein. Aber weil die ja nicht wieder ins Melken kommt, gibt sie vorher jetzt erstmal ihr Halsband ab. Du bist so ein Luder. Beim Halsbänder arbeiten muss man immer aufpassen, dass man nicht in diesen Bereich die Hand reinhält, weil wenn die Kuh jetzt hier, guck mal, jetzt mach ich selber, wenn die Kuh jetzt den Kopf hochnehmen würde und ich hätte hier oben die Finger zwischen, dann sind die Finger platt. So, Halsband ist ab. So, die Kuh muss jetzt einmal hier aus dem Selektionsbereich raus. Vorne zum Roboter. So. Dann lass sie mal raus, die kann ja ganz bis nach hinten laufen. Ich mache hinten die Box auf, ja? Das ist ja unser Mastbereich. Hier haben wir ganz viel diese Kreuzungsfersen drin. Schwarzbund mit Belgier. Und hier kommt jetzt auch die Jersey-Tante rein und kann dann noch mal ein paar Kilo zunehmen auf dem letzten Ende. So, jetzt müssen wir hier irgendwie einen Riegel aufkriegen. Nee, die machen wir nach innen auf. Schätzelein! Das war ja einfach. Super, gut gemacht. Ja. Das war jetzt die erste von den dreien insgesamt. Die anderen beiden haben noch ein bisschen mehr Milch. Die lassen wir noch ein bisschen laufen bei den anderen Jerseys. Die dürfen noch ein bisschen Milch produzieren. Zumindest so lange, bis es auf jeden Fall zum Schlachter geht. Ob wir die vorher schon mal in Urlaub schicken, auch mit da hinten rein. Das hängt dann maßgeblich davon ab, wie viel Milch die anderen geben. Aber die hatte jetzt wirklich so wenig, das machte dann irgendwo keinen Sinn mehr. So. Läufst du schon mal vor und machst den Roboter wieder an? Ja. Da stehen die Kühe nämlich schon Schlangen und wollen gemolken werden. Ja, jetzt beruhigt euch mal wieder. Eieieiei. Ah, nicht alle wegen Melken,
Einige auch wegen unseren Salzlecksteinen, die wir hier hingepackt haben. Aber gleich wieder voll. So wollen wir das haben. Ich fahre jetzt nach Hause und hole die frischkalbigen Jerseys, die dann hierher sollen zu melken. Und Nikolai hat dann gleich Feuerwehr. Und da hilft Tina mir dann gleich beim Einmelken. Ich weiß gar nicht, ob das Fersen sind oder ob das nur Kühe sind. Kühe ist ja immer ein bisschen pflegeleichter. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Wir haben heute wieder erwarten richtig, richtig geiles Wetter. Die Mädels müssen jetzt noch ein bisschen auf dem Anhänger stehen bleiben, bis die Chefin mir zur Hilfe kommt. Die kriege ich hier alleine nicht abgeladen. Ich muss jetzt erstmal die Hecken hier wieder umbauen. Wir haben ja, wie gesagt, heute Morgen Schlachtvieh geliefert. Da haben wir hier ein bisschen umgebaut. Und ich gebe die jetzt erstmal im Büro ein, die Nummern, dass der Roboter nachher auch weiß, was er mit den beiden Mädels machen soll, die ich da auf dem Anhänger habe. Ich dachte, es wären drei, aber die dritte ist tatsächlich noch nicht so weit, dass sie mit zum Melken kann. Die hat noch Antibiotika in der Milch. So, das hält. Ja, ihr wollt gemolken werden. Ayla, komm mal weg da. Und wenn meine Frau dann gleich hier ist, dann lassen wir die rein in den Stall, holen die zum Melken. Eine Ferse ist dabei, die müssen wir dann neu einmelken, also ganz neu anlernen. Aber ich denke, das kriegen wir dann gleich zurecht. Da vorne wollen wir rein, aber erstmal muss die Futterschubse hier aus dem Weg sein. Aber ich muss sowieso noch die Kühe hier wegpacken. Komm mal weg, lass dich mal durch, Mädels. So. Die möchten ja so gerne gemolken werden jetzt. Gerade eben war hier schon mal Pause, jetzt ist hier wieder Pause. Aber ihr müsst euch noch etwas gedulden, Mädels. Komm, jetzt kommt erstmal der Nachwuchs dran. So, alle mal weg. Alle mal weg. Ja, ich weiß, ihr wollt gemolken werden, aber das nützt nichts. Ich habe keine Lust und stehen hier und warten auf euch alle. So, du auch. Na komm. Alle. So. Geht ja gleich weiter. Holst du oder soll ich? Gut. Oh, da sollen wir vielleicht lieber noch zumachen. Bei meinem Glück sind die hier sonst gleich weg. Da draußen steht der Anhänger, Ayla hilft. Hier haben wir alles abgegittert. Da ist zu, dass sie da nicht rauf können. Ja, es geht ja gleich weiter. Na Jungs? Marzipanschweine. Eieiei. Gut. So, die Emelkstand ist jetzt gerade fertig. Jetzt wollen wir erstmal die Kuh, die lahmt so ein bisschen. Die war zu Hause schon im Clownstand, hat einen Verband gekriegt. Aber die kann deswegen nicht die ganze Zeit in der Strohbox laufen bleiben. Die muss jetzt auch irgendwann mal zum Melken. Ja, du weißt, was du sollst, ne? So, die andere geht raus. Na? Gut, dann haben wir die Kuh schon mal weg. Das ist die Ferse, die müssen wir dann gleich neu anlernen. Die habe ich auf Fangen gestellt. Das heißt, wenn sie reinkommt in den Melkstand, dann müsste sie eigentlich fixiert werden und dann können wir sie ganz ruhig und gemütlich ans Melken angewöhnen. So, komm Schätzelein. So, ganz ruhig. So, jetzt warten wir noch kurz, bis die andere fertig ist. Und dann geht's weiter. Die Kuh im Melkroboter ist jetzt gerade fertig. Und jetzt bist du dran, ne?
So, Tür geht auf, Kuh kommt raus. Auch mal sehen, ob wir sie reinkriegen hier. Also reinkriegen wir sie mit Sicherheit. Ich habe bis jetzt noch keine gehabt, die nicht reingegangen ist. Die Frage ist halt immer, wie gut? Donner. Na komm, und rein. Und gleich die Nase im Troch. So wollen wir das haben. So, jetzt fährt die Futterschale einmal zurück. Da verjagen sie sich manchmal noch so ein bisschen. Aber das Schrot fängt an zu klappern. Und die Kuh an zu fressen. Oh, das ist jetzt alles neu, ne, Liebe? Ich gebe ihr jetzt noch mal ein bisschen Zeit, dass sie sich da ein bisschen akklimatisieren kann. Das Heck zum Stall machen wir schon mal wieder auf, dass die anderen Kühe rankommen können. So, Melken, die da jetzt in der Schlange stehen da vorne, die waren ja ein bisschen beleidigt, dass ich sie da weggejagt habe. Und wir gucken uns das Ganze jetzt gleich mal unten im Melkroboter an, wie wir die junge Dame da dazu überzeugt kriegen, dass sie gemolken werden soll. Ich habe sie ja auf Fangen gestellt, das heißt, der fängt jetzt nicht an zu melken, sondern hat sie jetzt im Stand quasi fixiert. Jetzt stelle ich hier auf manuell, das heißt, jetzt habe ich hier die Gewalt über den Melkroboter und entscheide, was wann gemacht wird. Zuerst mal gebe ich ihr jetzt noch mal eine richtig schöne extra Portion Kraftfutter, damit sie weiß, dass sich das lohnt, wiederzukommen. Ah, das sah erst besser aus als jetzt, muss ich sagen. Sie ist schon sehr aufgeregt. Mehr Kraftfutter, mehr Kraftfutter. Das ist die gute Freunde-Taste hier. Ich habe jetzt die Zitzenreinigung aktiviert. Ganz, ganz. Ganz. Die 3D-Kamera auf dem Melkarm, die tastet jetzt das Euter ab und guckt, wo die Zitzen sind. Das ist jetzt ja für den Roboter auch das erste Mal, dass die Kuh hier drin ist. Das heißt, er hat da jetzt keine Daten oder sowas für die Kuh. Dafür sieht das aber sehr gut und professionell aus. Ich mache das schon ganz ordentlich. Genau gesprochen, die steht auch sehr ruhig. Rot frisst sie jetzt gerade nicht mehr. So, eine Zitze mehr noch und dann machen wir wieder eine ganz kurze Pause. So, sie frisst schon wieder. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir nämlich direkt zum Becher ansetzen über. Wenn der Arm jetzt gleich zurückfährt. Da läuft schon die Milch, seht ihr das? Das ist ein gutes Zeichen, guck mal hier. Das bedeutet, dass sie im Grunde schon weiß, was hier Phase ist, was sie jetzt soll. Dass das Anrüsten quasi, das Vorbereiten aus Melken gut funktioniert hat mit dem Vormelkbecher. Deswegen hauen wir da jetzt gleich die Melkbecher drunter. Ganz gut. Einmal. Und sie frisst. Herrlich. Na komm, trau dich. Ganz. Ja? Eieiei. Da haben wir mehr aufgeregt. Ist der Roboter oder die Kuh? Die wackelt natürlich auch so ein bisschen hin und her und zittert und das merkt der Roboter auch. Achso, ja. Arm halten oder Schläuche halten. Müssen wir noch umstellen? So. Schläuche halten. Und jetzt hoffen wir mal auf Milchfluss, weil dann sitzen die Melkbecher auch besser. Da zieht er noch ein bisschen Luft. Die hat jetzt auch so ein strammes Euter. Krass, bin mal gespannt, wie viel Milch die jetzt gibt beim ersten Mal. Und jetzt geht es darum, dass wir dann gucken müssen morgen früh, wie dann die Lage ist, ob die vielleicht über Nacht alleine läuft, aber das ist eigentlich selten der Fall. Oder ob wir sie dann morgen früh wiederholen. Dann sehen wir uns morgen nochmal wieder, nicht.
Es ist richtig herrliches Wetter. Das trocknet auch richtig ab heute. Man macht eigentlich gar nicht dran denken, dass wir morgen schon wieder so irgendwie um die 9 mm Regen kriegen sollen. Ich meine, bis es so viel abgetrocknet hätte, dass wir irgendwas machen können auf den Flächen, dauert das auch noch. Das wird noch nichts. Aber heute ist es richtig schön. Also wir haben jetzt 12 Grad. Die Sonne scheint, es ist ein bisschen windig. Das sind optimale Bedingungen, wenn es denn mal so bleiben würde. Es ist immer so, habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, einen Tag so. Und das, was man da dann sich freut und an Verdunstung vielleicht hat, das kriegt man am nächsten Tag dann doppelt wieder. Also das ist nicht zu glauben. Ich bin gespannt, wie das noch weitergeht dieses Frühjahr. Ich habe ja erzählt, mein Vater hat mir versprochen, Ende April sehen wir Mais. Ja, bin ich gespannt, was das wird. Ich habe es ja gesagt, ne? So Tag, schönes Wetter, der rächt sich dann wieder durch reichlich Regen. Ich habe das natürlich wieder die halbe Nacht geschifft heute. Ja, ich erwarte am besten gar nichts mehr, dann werde ich zumindest nicht enttäuscht vom Wetter. Nee, müssen wir sowieso, dass das kommt. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwann mal vielleicht auch wieder auf unsere Felder können. Aber im Moment gar nicht mehr zu denken. Wir fahren jetzt nach Oxlund zum Pachtstall und helfen der neuen Jersey-Ferse jetzt gleich nochmal zu melken. Die ist jetzt rot in der App, also ist nicht alleine gelaufen. Sagte ich ja schon, das ist relativ aussichtslos oder ganz, ganz selten mal, dass das passiert, dass sie gleich beim zweiten Mal alleine gehen. Aber ich glaube, das wird eine relativ einfache Nummer. Da haben wir die Kleine. Ich hatte noch zwei mehr zum Melken, die ich jetzt geholt habe. Die stehen schon da vorne. So, Schätzelein. Nee, du brauchst es. Du bleibst schön hier. Du bist nämlich noch nicht fertig. So. Tor wieder zu. Jetzt muss die noch und die noch. Und dann kommt die. Die ist fertig. Und mal schauen, wie das läuft. Ich habe die Kuh jetzt auf Fangen gestellt. Das heißt, wenn sie jetzt reinkommt im Melkstand, haben wir ja gestern auch schon so gemacht, dann wird sie im Roboter erstmal fixiert. So dass sie erstmal anfangen kann, Brot zu fressen und sich ein bisschen akklimatisieren kann mit der Umgebung. Und dann fangen wir manuell an zu melken. Das heißt, ich gebe dann vor, wann es losgeht. So. Sollen wir nur noch warten, dass die eine Kuh da im Melkstand fertig ist oder im Roboter? Und dann geht's los. Die Kuh im Roboter ist jetzt fertig. Jetzt geht dann gleich die Tür auf, dass die raus kann und die andere dann rein. So. Ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Na, komm, sieh zu. Und sie fängt an zu fressen. Das war ja genau das, was wir wollten. So, die Kuh frisst ja, also fangen wir hier jetzt gleich an zu arbeiten. Habt ihr das gesehen, ne? Wenn die Kuh hier hinten gegen das Kotblech läuft, dann kommt der Arm hinterher. Also wenn ich jetzt hier drücke, gut, jetzt ist er gerade nicht dran. Vielleicht muss ich auch andersrum drücken, weil er hinten gegen ist. Wenn ich jetzt hier drücke,
weil über das Ding, über das Kotblech, der Arm mit gesteuert wird, sodass der Arm dann immer da ist, wo auch die Kuh ist. Ganz ruhig und entspannt steht sie da, ist gar nicht los. Tja, ich würde sagen, das läuft. Sie hat begriffen, was sie hier soll. So soll das man. Moin zu Thomas täglichen Wahnsinn. Heute ohne Thomas, dafür mit mir, Futtermeister Arne. Moin. Ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit, aber ich möchte euch gar nicht groß viel jetzt heute von der Maschine oder vom Futterladen oder sowas zeigen, sondern eher, das geht heute darum, wir haben Mittwoch zum Beispiel ein Live gehabt, da sind so ein paar Fragen gestellt worden, was das Thema Futter angeht und so, und die würde ich euch jetzt gerne mal beantworten. Und dafür gehen wir einmal mal kurz rein in den Kuhstall und dann werde ich euch die Fragen mal beantworten. So, jetzt sind wir hier drin im Kuhstall. Man kann sehen, ich habe gerade die erste Gruppe habe ich schon ungefähr vor einer halben Stunde gefüttert und die zweite Gruppe habe ich jetzt gerade gefüttert. So, wir hatten eine Frage, wie viel frisst eine Kuh? Das möchte ich euch gerne mal beantworten. Man sagt, im Durchschnitt braucht eine Kuh ungefähr 50 Kilogramm Futter am Tag. Ich habe das gerade mal ausgerechnet, bei uns sind das jetzt aktuell 60 Kilo, die sie kriegen. Genau, wir haben ca. 200 Tiere hier im Stall in der ersten Gruppe und die kriegen 12 Tonnen Gesamtmenge am Tag, also einmal 6 Tonnen morgens und dann heute Nachmittag nochmal 6 Tonnen und so kommen wir da auf eine Rechnung von 60 Kilo pro Tier und da fahren wir aktuell auch ganz gut mit und das passt auch. Wenn morgens wird der Futtertisch ja einmal sauber gemacht. Also die Futterreste kommen morgens, bevor ich anfange zu füttern, kommen die Futterreste raus. Und wir haben hier aktuell so an Futterrest, würde ich sagen, circa 100 Kilo pro Gruppe. Also in der ersten Gruppe sind circa 100 Kilo, zweite Gruppe auch circa 100 Kilo. Und das passt ganz gut. Also die Tiere sollen natürlich so gut wie es geht auffressen. Ja, wenn da viele Futterreste liegen, dann passen wir die Futtermenge an. Sprich, wenn ich jetzt morgens sehe, hier ist noch extrem viel Futter, dann nehme ich die Gesamtmenge was runter. Das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Zu einem, wenn das Wetter deutlich wärmer wird zum Beispiel, fressen sie weniger oder auch wenn es kälter wird, fressen sie mehr, sie brauchen mehr Energie und dementsprechend verändert sich da was. Natürlich verändert sich auch mal die Tierzahl, dadurch, dass dann einige trockengestellt werden oder auch mal die eine oder andere Kuh mal zum Schlachter geht. Und das passe ich dann in der Ration und in der Mischung an, sodass wir immer möglichst wenig Futterrest haben, aber auch natürlich die Tiere nicht ohne Fressen dastehen. Denn es ist natürlich auch sehr wichtig, das Trinken. Eine Kuh trinkt ca. 80 Liter am Tag. Wenn es mal ordentlich warm wird, kann das auch bis auf 140 Liter hochgehen. Über Smextex können wir das ja kontrollieren, wie viel die Tiere trinken tatsächlich. Vielleicht kann Thomas da ja mal irgendwie eine kleine Aufstellung mit reinpacken ins Video oder so. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass sie frisches Wasser haben, ausreichend. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da ist eine Tränke, da hinten ist eine Tränke. Wir haben hier, ich weiß gar nicht, ich glaube 6 Tränken pro Seite, wo sie frisch Wasser kriegen. Genau, wie sieht das bei den Jerseys aus? Da bin ich eh gleich rüber hin auf dem Weg. Und dann erzähle ich euch nochmal, wie das bei den Jerseys aussieht.
mit der Menge an Futter, das die Jerseys auf sich nehmen. Nun sind wir im Jersey-Stall angekommen. Und hier ist das so, die Jerseys sind ja nun mal deutlich kleiner und leichter als eine schwarz-bunte. Und dementsprechend brauchen sie natürlich weniger zu fressen. Mal so eine schwarz-bunte hat daher ca. 650 bis 700 Kilo, wenn sie ausgewachsen ist. Und eine Jersey liegt irgendwo bei 450 Kilo. Wir hatten ja schon gesagt, bei den Schwarzbunden drüben haben wir aktuell ca. 60 Kilo pro Tier und Tag. Und hier bei den Jerseys liegen wir bei 40 Kilo pro Tier und Tag. Genau. Das Futter stellt sich zusammen aus natürlich Schrot. Da haben wir ein Energie- und ein Proteinschrot, das extra für uns angemischt ist. Wir machen ja von dem Mais und von den Grashaufen Proben, um die Inhaltsstoffe und die Nährstoffe in Erfahrung zu bringen. Und danach wird dann das Schrot extra für uns angemischt nach unseren Bedürfnissen, wie wir das brauchen. Dann haben wir zusätzlich natürlich zu dem Schrot haben wir Mineralfutter drin, das dann auch angepasst ist auf die Bedürfnisse der Tiere. Mit den Mengen und den Inhaltsstoffen von den Mineralien. Dazu kommt natürlich die Grassilage und die Maissilage. Und bei der ersten Gruppe von unseren Milchkühen, da kommt auch noch gehäckseltes Stroh mit rein. Genau wie bei der Transitgruppe, da ist auch noch gehäckseltes Stroh mit drin. Bei den Jerseys und in der zweiten Gruppe ist kein Stroh drin. Da haben wir dann aber in der ersten und zweiten Gruppe ist zusätzlich noch Futterkalk mit drin. Ja. Und unsere Masttiere zum Beispiel, die kriegen dann den dritten Schnitt. Und Mais, da ist auch deutlich mehr Mais drin als bei den anderen. Und natürlich Schrot. Ja, das war's erstmal von mir. Ich gucke mal, ob ich euch nachher noch irgendwo mal am Mischwagen anbinde. Ob ich da noch mal ein paar Sequenzen zeige. Aber auf jeden Fall will ich euch nachher noch mal das Schneideschild zeigen, wie das funktioniert. Aber das machen wir dann nachher draußen am Grashaufen. So, da habe ich auf der Maschine mehrere Möglichkeiten, die Ration zu ändern oder anzupassen. Wir haben ja, wie ich schon sagte, die Inhaltsstoffe von den Silage und von den Maishaufen. Die ermitteln wir ja durch die Proben. Und die Werte tragen wir in einem Computer, also im Computer in unserem Fütterungsprogramm ein und übermitteln die dann mit den Daten an die Maschine und auf der Maschine selber kann ich direkt, wenn sich zum Beispiel in einer Gruppe die Tierzahl ändert, kann ich die neue Zahl eingeben und die Maschine errechnet sich automatisch die neue Ration aus, wie viel ich von jeder Sorte dann füttern muss. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal auf die Jerseys gehe, das irgendwie hinkriegen, dass man das erkennen kann. Oh, das müsste gehen. Jetzt mal auf die Jerseys gehen. Kann hier direkt drauf gehen. Und da sehen wir jetzt, da sind 70 Tiere. Aktuell haben wir 72 Tiere im Stall. Gehe ich da einmal kurz drauf. Und dann kann ich jetzt die aktuelle Zahl eingeben. Einmal bestätigen. Und dann hat man gesehen, es stand vorher auf 4000 und jetzt sind es 4114 Kilo. So kann man gleich sehen, dass er automatisch alles hochgerechnet hat. Genauso kann ich ihm aber auch sagen, pass auf, die fressen, das ist zu viel, so viel fressen die gar nicht. Kann ich auch direkt das Gewicht ändern und so die Mischung anpassen.
Des Weiteren habe ich noch die Möglichkeit, dass ich oder dass wir regelmäßig eine Probe nehmen vom Mais oder auch Grashaufen, um den TS-Gehalt quasi zu ermitteln. Und den TS-Gehalt kann ich auch in der Maschine direkt ändern. Da haben wir, ich weiß, kriege ich das? Ja, doch, das geht so. Die verschiedenen Komponenten und den Original-Trockengehalt, das ist quasi sind die Daten, die wir vom PC übertragen auf die Maschine. Und daneben habe ich dann kann ich die Daten ändern. Und dann passt er das auch automatisch an auf die Ration. Und so können wir eigentlich gucken, dass wir immer eine optimale und vor allem gleichbleibende Fütterung haben. So, wir haben da noch eine Frage. Und zwar hat einer gefragt, warum wir uns für Triolit entschieden haben und nicht zum Beispiel Silo King, Kuhn oder wie sie nicht alle heißen. Und das gibt eigentlich nur zwei Gründe, warum wir uns für Triolit entschieden haben. Und zwar der erste Grund ist, dass unser Landmaschinenhändler Firma Koch, wo wir schon lange Kunde sind, mit denen sind wir super zufrieden, super Service und sowas. Und die haben nun mal Triolit im Angebot. Und unsere gezogenen Mischwagen, die wir vorher hatten, das waren auch beides Triolit. Und auch damit waren wir sehr zufrieden. Und deswegen sind wir zu Triolit eigentlich gekommen. Und der zweite Grund, das ist, weil wir einen selbstfahrenden Mischwagen haben wollten, der keine Fräse hat. Und warum, das zeige ich euch jetzt auch gleich. Mach nur mal schnell mal die Maschine aus, damit das nicht ganz so laut ist. So, machen wir das schon mal aus. Genau, der zweite Grund ist halt, weil wir keine Fräse wollten. Und das kann Triolit uns hier bieten. Wir haben hier quasi ein Blockschneideprinzip. Also wir haben hier Messerbalken vorne und an den Seiten. Und mit den Messern wird das Material vom Haufen abgeschnitten, abgetrennt. Und da haben wir hier so eine Walze. Ich sag mal, das ist wie eine Dosierwalze beim Silowagen. Die Messer schneiden das Material ab und die Walze schmeißt das Material dann nach vorne aufs Förderband. Und hier haben wir halt auch ein sehr schönes, breites Förderband, auf dem du viel Masse nach oben und in den Mischwagen kriegst. Ja, und das Futter wird halt auch durch die Walze sehr schön aufgelockert. Und auch im Förderband wird es nochmal aufgelockert. Und das ist natürlich, was die Mischzeiten angeht, spart das extrem. Das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Und wir haben mit dem Messer wirklich extrem feste einen Anschnitt am Silo. Das möchte ich euch jetzt auch mal zeigen. Also die Anschnittsfläche. Ich habe hier jetzt mal so einen dünnen Balken stehen gelassen. Der ist gar nicht viel breiter als meine Hand. Und der ist fest, ne? Also ich kriege da nichts rausgerissen. Ja, mit ein bisschen Gewalt und so kriege ich da mal so eine Ecke weg, aber das ist richtig, richtig fest. Das ist natürlich, was wichtig ist in so einem Silo, dass die Anschnittsfläche fest ist. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Ja, und das sind die Gründe, warum wir uns für den Triolit Triotrack entschieden haben. Genau. Da habe ich doch noch eine Kleinigkeit vergessen, warum wir noch den Triotrack gewählt haben. Das ist seine unwahrscheinlich große Höhe. Also er kann Haufen abschneiden, die über 6 Meter hoch sind. Ich meine 6,10 Meter oder 6,20 Meter. Das ist schon echt sehr gewaltig, wenn man das mal so sieht. Ich muss mal ein Stück weiter zurücklaufen. Das ist schon eine beträchtliche Höhe, die wir da erreichen können. Das ist natürlich
nicht verkehrt. Ne? Umso höher so ein Haufen, umso mehr Vorschub hat man, umso schneller ist der Wagen voll. Das ist schon echt Wahnsinn. Also ich würde mal sagen, der Grashaufen, aber was hat er jetzt noch? Knapp 4 Meter. Das ist schon wirklich Wahnsinn, wie hoch der kann. Es ist Freitag, so schnell geht das auf einmal und wir haben eigentlich nicht viel Außergewöhnliches gemacht. Das wird jetzt wohl auch ein etwas kürzeres Video, aber wozu sollen wir hier jetzt irgendwie die ganze Zeit über das Wetter jaulen oder so, das bringt uns alle auch nicht weiter. Ist halt so, wie es ist. Wir hoffen alle darauf, dass es nächste Woche besser wird und wir euch dann auch mal ein bisschen mit rausnehmen können aufs Feld. Aber wir wollen auch dieses Video nicht beenden, ohne nochmal einen kleinen Abstecher zu machen auf die wahrscheinlich mittlerweile berühmteste Wasserbaustelle Norddeutschlands. Hier hat sich nämlich einiges getan mittlerweile und das gucken wir uns jetzt zum Abschluss noch einmal an. Also ihr seht schon, es ist immer noch feucht, ja, aber auch da hinten ist es jetzt abgetrocknet. Hier vorne steht noch ein bisschen Wasser, irgendwo hier liegt noch ein Plastikfall rum, Nikolai. Den haben Kevin, Arne und ich hier neulich reingesteckt, um zeigen zu können, wie viel das Wasser abläuft. Den müssten wir mal an die Kante schmeißen, wenn wir ihn denn wiederfinden. Der lag doch irgendwo da vorne. Verflixte Kiste. Ja, wo ist er denn? Habt ihr den nicht letztes Mal schon wieder an die Kante getan? Nee. Vielleicht wir suchen mal weiter. Also das Loch vom Pfahl haben wir gefunden, aber der Pfahl ist weg. Da hat also schon jemand aufgeräumt. Jetzt gucken wir uns mal den Verbandsgraben an. Das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Der ist ja hier am Ende verrohrt, einmal rüber auf die andere Straßenseite. Da werden diese beiden Ackerflächen da oben auf dem Hügel, die gehören dem Nachbarn, entwässert. Das kann man schon richtig sehen, dass das Wasser hier wieder weg kann jetzt. So soll das sein. Jetzt gucken wir mal zum Schacht da hinten hin. Hier an der Stelle stand ja der Schacht. Hier kam die alte Leitung an, die da hinten zum Garten lief. Und da hinten steht jetzt der neue Schacht. Die Rohrleitung ist auch schon dicht gebaggert wieder. Da hinten steht nur noch der Bagger jetzt rum. Hier muss noch ein bisschen Erde ausgeschlichtet werden, hier vorne. Aber das läuft soweit. Den hätte ich mir allerdings tatsächlich ein bisschen tiefer gewünscht. Ja, gucken wir mal. Aber jetzt läuft das Wasser ab. Hier hatten wir nochmal einen Grüppen gezogen. Und jetzt kann das hier abtrocknen. Das heißt, das Projekt hier ist jetzt abgeschlossen. Nächste Woche geht es aber weiter mit Wasserbaustelle. Nächste Woche wollen wir Drainage legen mit unserem örtlichen Baggerunternehmer. Unser Nachbar ist ja Baggerunternehmer und macht eigentlich alles für uns. Und da werden wir ihm dann ordentlich zur Hand gehen, weil er ist so ein Ein-Mann-Betrieb. Er kann nicht alleine. Aber da nehmen wir euch dann natürlich auch wieder mit. Material ist schon geliefert worden. Und so kriegen wir jetzt dann hoffentlich so nach und nach, Stück für Stück, unsere Flächen jetzt auch wieder trocken. Das war's von uns für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns am nächsten Mittwoch zum Livestream oder eben am kommenden Sonntag wieder um 20 Uhr. Gleiche Stelle, gleiche Welle. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und bis dann.